Was ich hier in den Händen halte, ist eine sassanidische Silberschale aus der Zeit um 600 nach Christus. Die Sassaniden waren ein persisches Reich, das im Osten des Römischen Reiches vom 3. Jahrhundert bis in das frühe 7. Jahrhundert ein mächtiger Gegenspieler der Römer war. Und es war die einzige Kultur, die die Römer auch als wirklich ebenbürtig betrachteten. Die Sassaniden wurden von einem Großkönig beherrscht, der ein ausgeprägtes Hofzeremoniell zur Selbstdarstellung verwendet hat. Und im Rahmen dieser Selbstdarstellung wurden auch solche prachtvollen Silberplatten hergestellt, die einerseits zur Verwendung bei aufwendigen Banketten fungierten, andererseits aber auch wertvolle Gaben an verdiente Gefolgsleute sein konnten. Solche Silberschalen wurden in der Regel zweiteilig hergestellt, mit einem inneren Einsatz, der eine kostbare Treibarbeit, die von hinten her erfolgt ist und von oben nachziseliert worden ist, darstellt. Auf der Rückseite befand sich in der Regel eine zweite Schale, die diese hohlen Stellen abdeckte, sodass die Schale insgesamt ein sehr geschlossenes Erscheinungsbild ergab. Wir haben hier den entscheidenden inneren Teil einer solchen Schale vor uns mit der Darstellung des Königs bei einem Bankett. Und wir sehen den König zentral in der Mitte auf einem von zwei Wittern flankierten Thron mit untergeschlagenen Beinen sitzen. Er hält eine Hand am Schwertgriff und mit der anderen erhebt er selbst eine Schale, in die eine Dienerin mit einem Gefäß, das gleichfalls auch Silber war und eine solche Schale wunderbar ergänzen würde, ein Getränk eingießt. Von der anderen Seite naht eine Dienerin mit einem Vogel, der prachtvoll drapiert zum Verspeisen angerichtet worden ist. Über dem bekrönten König mit einer typischen sassanidischen Königskrone sehen wir zwei geflügelte Genien, die Girlanden halten. Der König selbst ist neben anderen Speisen, die auf die Fülle und die Opulenz des Festmahls hinweisen, also hier zwei Schweineköpfe, unten ein Teller mit Früchten oder vielleicht auch Gebäck, sehen wir dann auch noch vier Musikantinnen, die dieses ganze Bankett festlich umrahmen. Und zwar sehen wir da von links nach rechts eine Flötistin, eine Harfenistin, eine Lautenspielerin und eine Frau, die ein Tamburin schlägt. Die ganze Schale ist ungewöhnlich fein ausgearbeitet und darf als sehr detailreich und ungewöhnlich gelten. Es gibt verschiedene Motive solcher Prunkschalen, sehr häufig wird der König bei der Jagd dargestellt. Solche Bankettszenen gibt es vor allem im spätsassanidischen Reich und sie wirkten auch lange über das Zeitalter der Sassaniden hinaus in den nachfolgenden islamischen Kulturen in Mittelasien nach und wurden nach diesem Modell auch in den Staaten der Umayyaden oder Abbasiden noch ganz ähnlich gestaltet. Es ist also ein ungewöhnlich schönes und auch seltenes Prachtexemplar sassanidischer Hofkunst, die zum einen auf das Spätrömische Reich, aber auch auf die Nachfolgestaaten der Sassaniden ausgestrahlt hat.